Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outriders. Es geht weiter mit meinem Kumpel Chaoshead. Moin. Mahlzeit. Der uns hier fleißig durchzieht. So, wir sollen die Trümmerzone durchsuchen. Und zwar Thethyn. War Seth nicht ein Goa'uld? So, nochmal ein bisschen Zeugs mitnehmen hier. Mir die Ruine frei. Na denn. Hey, da nehme ich was. Ah, hier müssen die Schüsse halt echt sitzen, ne? Dem Sniper-Gewehr. Ist halt keine Halbautomatik mehr. Aua. Rechts ist noch einer. Der versteckt sie aber noch. Oh, 1300er Crit. Headshot-Schaden. Bäm! Headshot. Das macht total Laune. Egal in welchem Spiel. Bom! Headshot-Schaden ist immer nice. Alter Schwede, wie du hier aufräumst, ey. Zeig, der bin geschossen. Warte, das war kein Treffer. Für eine Hitbox. Jetzt. Oh, Stufe 14. Hier bei mir ist eine Kiste. Neue Kniften. Mann, ey, da habe ich noch bei der Spinne gedacht, das zeigt eine richtig geile Waffe gefunden. 3 Minuten weiter gespielt. Zack, besser. So ist das halt. Auf sie hier wieder ein Fähnchen hinstellen. Genau. Das für später wahrscheinlich dann, um hier nochmal zurückreisen zu können, oder? Und für irgendwas muss ich da gut sein, hier überall die Dinger hinzustellen. Oh, Deckung, Deckung, Deckung. Das Ding hier, das Ding. Tutu. Mir Geräusche hier, das ist ja wie eine Kutsche. Headshot. Nein, daneben geschossen. Aber wenigstens klappt das Ziel mit dem Sniper relativ gut. Ich höre ein COD auch fast ausschließlich Sniper. Den einen oder anderen coolen Quickscope hatte ich hier tatsächlich auch schon. Ja, ist mal ja schön durchs Feuer laufen, genau, das macht Sinn. Jetzt muss ich irgendwie langsam mal Schaden machen, um hier an Leben zu kommen. Sehr gut. Super. Doppelt hält besser. Ja, mein Charakter wieder rumgepackt und rumgelegt. So, was ist denn hier noch? Hier sind wir zum Einsammeln oder das ist hier? Ah.
Alter, Snipe macht so Laune, ey. Zack. Noch ein bisschen Eisen. Ah, hier ist ja noch was. Ist er. Also langsam achte ich drauf. So, jetzt haben wir hier alles. Oh, das war aber jetzt ein geringer Headshot-Schaden. 600 irgendwas. Ah, die sind auch schon Stufe 17, ja, die sind da. Achso, weil die sind auch nur 3 Level über mir. Aber anscheinend gut gepanzert. Oder gute Rüstung, was auch immer. So die ganze Hintergrundkulisse hier, ey, das sieht so geil aus. Muss ich echt Mühe geben. Oha. Meine Fresse, bist du hässlich. Jo. Ach, dass man sich immer nicht wegrollen kann mit diesem MG, diesem Minigun. Brauchst du dich auch nicht wegrollen. Einfach nur rennen halt die Flinte in die Gegner. Ja, naja, aber viel Rüstung habe ich ja, ne. Oh, immer noch hier hinten die Kiste holen. Oh, hier ist auch noch was zum Abbauen. Ja, und hier hinten ist noch eine Kiste. Oh, schnell looten wir es ja mittlerweile. Ha. Ja. Ah, das macht echt einen Unterschied. Autoraider-Helm. Oh, mal gucken wir es mal schnell. Oh ja, der ist auch schon wieder deutlich besser. Deutlich bessere Brust. Oh, die ist auch schon besser. Blau sogar. Ja, was ist denn hier alles gedroppt? Alter. Oh, komm, ich gerade immer komplett neu angezogen irgendwie. So, schon wieder andere Waffen. Tatsächlich. Mann, ey, das geht aber schnell hier mit dir. 638, das Ding ist auch schon besser. Na gut. Bei der Rüstung solltest du gucken, dass die Mods auch passen. Deine Fähigkeiten, die du spielst. Ja, naja, ist ja immer so der Rüst. Eben nicht. Wenn du alleine spielst, auf keinen Fall. Okay. Leck mich am Arsch. Bei höheren Schwierigkeitsgraden. Du bist auf deine Fähigkeiten angewiesen. Ja, na gut, das stimmt schon, ja. Sollte auch vernünftig funktionieren. Hat ein Branding verpasst gekriegt. Sie, man nennt ihn Moloch. Jakob, es gibt noch einen Veränderten. Einen mit mehr Macht als Seth. Wow. Einen anderen Goa'uld, Moloch halt. Mann, Mann, Mann. So. Achso, stimmt, jetzt steht's hier sogar drauf. Du lügst. Hab ihn gesehen. Verbrannt. Wir rücken bereits zur Front vor. Jetzt wird's Zeit. Aufhält. Jo.
das? So, Reisen. Wir müssen ja erstmal noch mit Jakob sprechen. Der ist irgendwie hier oben angezeigt. Nee, ist er nicht. Kann man hier irgendwie meine Karte eigentlich anmachen? Ja, kann man. Achso, der will einfach nur wieder zurück ins Lager. Musst einfach nur bestätigen mit Y. Ja, ja. Achso, da hast du schon. Ja, ich bin ein bisschen weit schneller. So. Mann, die sind hier Quatsch hier immer. So, was ist mit all den anderen passiert? Hat außer mir kein Outrider überlebt? Tja, war eine beschissene Show und ihr wart in der ersten Reihe. Die meisten hat's am ersten Tag erwischt. Die paar Dutzend, die noch lebten, machten das, wofür wir hier sind. Eine scheiß Erkundungstour. Wer ist wohl gestorben, nur um rauszufinden, dass wir nicht aus dem Scheißtal raus können? So, jetzt ist schon wieder weiter hier. So, wo will er denn jetzt überhaupt hin? Jetzt zieht hier nach Trenchtown, in der, oder? Jetzt ja nicht aufgepasst. Schließt dich der, ja. Dann wird dann hervorgehoben, wo du hin sollst. Ja. So, schließ dich im Angriff der Rebellen an. Na dann. Ja, bin ja schon dabei. Schreib mir nicht an. Oh, auf mal. Ich kann sie durch mein Zirrchen bauen. Na denn. So, dem Angriff anschließen. Ja, das machen wir jetzt hier auf jeden Fall auch noch. Und der ist bei 12 Minuten Aufnahme. Das ist ein bisschen was Codes. So, dringe die Rebellen ins Niemandsland zurück. Moin, hallo. Und ihr so? Auch schieben. Ja. Bierchen trinken. Nee, dafür haben sie keine Zeit. Das dürfen sie nicht. Und bei mir steht hier einer mit der Fressdose in der Hand. Und hier, du bist ja an der Front. Hier wird nicht gefressen, hier wird gekämpft. Oh, schön, in der Feuertonne stehen und Zigarren gut gehen lassen. Los, lauf mal weiter. Jo, so ein bisschen gucken hier. Aufpassen, was die hier so machen, die Schweine. Schlachtfeld. Attacke. Okay. Oha. Normandie hier, oder was? So ähnlich. Oh, das sieht aber nett aus hier. Hier irgendwie kommen hat. Ach, der typisch halt. So ist ja wieder Halbautomatik hier.
Nein. Nein, wir schossen. Headshot. Mal schön drin aufs Köpfchen. Seh nix. Oh, ist er noch hinter mir. Ah, hier noch nicht in Deckung. Macht die kaputt hier. Alter Schwede, ey. So, hier hat eine Deckung. Die Sound, ey. Zack, zack, einfach rumhauen. Nett. So einfach kann das gehen. Los, Bewegung! Gar nicht schlimm, dass die meinen Schaden runterskaliert haben. Normalerweise kriegen sie von mir so einen Schädel, so 500.000, 600.000. Ja, okay. Hier sind es halt 1.100. Und mehr Leben haben sie auch nicht. Naja, dann. Hörst du den Schrott immer noch, Coleman? Ey, wenigstens küsse ich dem Sergeant nicht den Hintern. Gib mal her, was ist das überhaupt? Ist aus der alten Welt. Du verstehst das nicht. Du kannst ja nicht mal lesen. Tut mir leid. Doch, Bilderbücher kann er lesen. Herzlich willkommen zum Barbecue. Oh ja, das wäre auch mal wieder dort. Genau, Hauptsache hast du Kreuz in der Hand. Oha. Oh, er wollte zu uns. Oh, mal nach. Ah, ich kann ja keine Fähigkeiten zünden bei dem hier, oder? Oh. So. Achso, wird mir nur nie angezeigt. Okay. Autsch.
Okay, so viel dazu. Ganz schön penetrant. Diese Welt wird untergehen. Und was bleibt dann übrig? Ohne uns? Okay. Nicht schlecht, ey. Hat wirklich was von so einem Goa'uld irgendwie. Wusst, dass er deutlich mächtiger ist. So behandelst du Leute, die dein Leben retten. Ich wusste, mein Orakel ist Gold wert. Sie hat exakt gewusst, wo du begraben warst. Bin raus. Dein Wort. Deal ist Deal. Du kannst gehen. Und deine scheiß Prophezeiungen sind nicht unser Problem. Der Angriff. Sag mir, dass er die Kopfschmerzen wert war. Gute Nachrichten. Es war natürlich ein Blutbad. Aber während du diese Abscheulichkeit beschäftigt hast, haben wir die Front erobert. Kann ich dich nicht zu bleiben überreden? Das Leben hier ist gut für die Veränderten. Der Ruhm der Schlacht, Frauen, Männer, man liegt dir hier zu Füßen. Danke. Ich muss woanders hin. Osten? Der Steinbruch ist überrannt. Dahinter liegt das Ende der Welt. Was sollst du für Goodman denn so finden? Sag schon. Du bringst uns durchs Minenfeld. Das war unser Deal. Marshall Bailey kennt den Weg. Sie wird dann den Konvoi führen. Was? Auf gar keinen Fall. Leite uns per Funk, zeichne eine Karte. Wir nehmen sie nicht mit. Wir? Hab nie gesagt, dass du mitkommst. Du wirst hier bei uns immer ein Zuhause haben. Ich glaube aber nicht, dass du das überleben wirst. Die alle weil sie scheiß Mülltütenfrisur haben müssen, ey. Ich kann auf mich aufpassen. Selbst im Videospiel. Hey, unfassbar. Deine. Was auch immer du tun wirst, wird funktionieren. Denn ganz am Ende sind wir auf dieser Wiese zusammen. Na denn. Nun ja, dann würde ich sagen, haben wir doch hier geschafft. Okay, mal sagen wir 2 Klassenpunkte wieder. Die können wir aber noch verteilen. So, was haben wir denn hier? Mal, wenn ein Gegner von Gift betroffen ist. Achso, genau. Zack, dann haben wir noch ein bisschen geskillt. Inventar. Ich habe da bestimmt schon wieder irgendwas übersehen, tatsächlich. Post ist schon wieder besser. Hose. Oh ja. Auch schon wieder deutlich besser. Handschuhe auch schon wieder deutlich besser. Stiefel nicht. Na, mal hin. So, Waffen. Ja, Waffen gibt es auch schon wieder bessere. Zack.
Dritte Waffe haben wir nicht. Oder können wir ja den Riss hier wieder markieren und weg damit. Na, tschüss. So, damit habe ich jetzt hier irgendwie 2900 Schrott, 4100 Leder, 2700 Eisen und 97 Titan. Immerhin. Immerhin, immerhin. Jo, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.